Jetzt bin ich gerade bei Cyclight vor der Tür und ich möchte mal einen kleinen Besuch abstatten. Mal schauen, wie das da drin aussieht. Und hi, Patrick. Max ist auch schon hier. Hi. Gute, grüß dich. Gute. Wie geht's dir? Sehr gut. Und selbst? Ja. Willkommen bei Cyclight im Chiemgau. Schön, die Berge wirst du nachher sehen. Okay. Willkommen, direkt hinterm Büro. Ja, mega. Ja, ich bin jetzt zum ersten Mal hier. Ich würde mir gerne mal angucken, was ihr denn alles hier habt. Das sieht ja echt schick aus. Ja, dann, sehr gerne. Erklär doch mal, was ihr hier macht. Genau. Hier werden quasi die Produkte entwickelt, designt und getestet von Cyclight und gehen dann zu unserer Produktion in Asien. Dann gucken wir uns das jetzt nochmal im Detail an und los geht's. Ich bin jetzt hier, weil ich ein kleines Weihnachtsgeschenk abholen wollte. Und zwar hat mir der Max Taschen zur Verfügung gestellt, die ich jetzt teste. Und wir befinden uns in Grassau. Mein Plan für heute ist, eine spontane kleine Alpenüberquerung zu machen. Es geht Richtung Venedig. Das Video dazu, das habe ich euch jetzt nochmal oben rechts in der Infobox verlinkt. Und dann schaut doch mal rein in die Alpenüberquerung Venedig-Tour. Ja, jetzt habe ich hier schon die Taschen montiert an meinem Fahrrad. Ich zeige die ganz kurz. So sieht das Ganze aus. Ja. Und ja, was es mit den Taschen auf sich hat und was das Besondere an diesen Taschen ist, das klären wir gleich. Aber wir gucken zunächst einmal, was die Jungs hier überhaupt machen am Standort. Genau, hier entwickeln wir jetzt die Produkte, konzipieren die Produkte und testen sie dann gleich vor der Haustür in den Bergen. Da ist der Christoph. Zusammen haben wir Cyclight gegründet. Hallo. Ist der Kopf hinter der Gründung, der die Grundidee für die Firma hatte und erzählt jetzt sicher gerne was zur Gründungsgeschichte. Wie kamt ihr denn jetzt überhaupt auf die Idee, eine Fahrradtaschenfirma zu gründen? Es gibt doch eigentlich schon so viele auf dem Markt, oder nicht? Mittlerweile gibt es sehr viele. Damals gab es noch nicht so viele und vor allen Dingen gab es eigentlich keine Lösung, die so richtig mich befriedigte für meine privaten Bikepacking-Einsätze. Und weil ich vorher in der Outdoor-Industrie lange Zeit gearbeitet hatte, habe ich auch die Expertise gehabt, in dem Bereich einfach nach besseren Lösungen zu suchen. Mhm. Bei Fahrrädern und auch anderen Outdoor-Ausrüstungen ist es schon immer schon sehr lange ein Megatrend gewesen, dass die Ausrüstung immer leichter wird. Beim Fahrrad selber spart man teuer erkauft viel Gewicht ein, aber es gab keine richtig ausgesprochen leichte Bikepacking-Ausrüstung. Mhm. Früher sind auch die Fahrräder fürchterlich überladen worden, sodass man gar nicht mehr richtig Spaß hatte, mit dem Fahrrad zu fahren beim Fahrradtouren, Bikepacking. Und da sah ich einfach eine Nische und dann ist nach kurzer Zeit auch noch der Max, wir kannten uns und haben zusammengearbeitet in der Outdoor-Industrie, dazugestoßen und dann im Team ging es dann noch sehr viel leichter voran. Mhm. Das ist mir auch schon aufgefallen, also ihr habt auf jeden Fall eine Nische getroffen, die, denke ich, immer noch besteht. Es gibt zwar inzwischen sehr viel Konkurrenz bei Bikepacking-Taschen. Wir können ja noch mal darauf zu sprechen kommen, wie wir uns jetzt kennengelernt haben. Und zwar auf der Eurobike sind wir uns ja durch Zufall mehr oder weniger begegnet. Und ich habe dann eure Taschen gesehen und dachte mir, ey, die sehen echt interessant aus. Das ist halt auch so, es wirkt sehr durchdacht, sehr detailliert. Die waren ultra leicht, stabil, was ich so vorher von meiner alten Tasche nicht kannte. Dann dachte ich mir mal, komm, ich probiere die Tasche jetzt aus. Und da habe ich auch schon mal ein Video gemacht zu der anderen Tasche im Übrigen. Zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach nur die Tasche testen. Und ich bin davon ausgegangen, ja gut, dann bezahle ich das mit PayPal, dann habe ich halt eine neue Tasche. Deswegen war das alte Video auch nicht als Werbung gekennzeichnet, weil ich zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen bin, dass ich das Zeug kaufe. Das nur nochmal vorneweg. Und jetzt haben die mir ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht und mir das komplette Cyclight-Set zur Verfügung gestellt. Deswegen ist das jetzt eine Dauerwerbesendung. Aber ich bin von den Taschen dennoch überzeugt, weil sonst, also ich bin ja davon ausgegangen, dass ich das ganze Zeug selbst kaufen muss, ehrlich gesagt. Ne? Und ich hatte ja vorher schon ein ganzes Set Taschen einer anderen Marke.
Und das hätte ich ja jetzt nicht alles neu gekauft, wenn der Unterschied nicht so groß gewesen wäre. Deswegen kann ich sagen, das ist definitiv ein großer Unterschied. Vom Gewicht her sind die ultra leicht, aber ich finde auch die Verarbeitung so genial, wie steif das alles ist. Da wackelt nichts. Das ist einfach bis ins letzte Detail durchdacht. Anbringpunkte tausendfach. Also das finde ich halt echt super an den Taschen. Ne? Das muss ich sagen. Die Frage ist einfach so, wie kamst du auf diese komplette Idee, das so detailliert umzusetzen? Weil das gibt es ja in der Form noch nicht auf dem Markt. Also gerade mit den ganzen Anbringpunkten, Trinkflaschenlösungen für Kabel, das ist ja bis ins letzte Detail durchdacht. Die Erfahrung auch aus der eigenen Anwendung führt vielleicht immer zu einer Optimierung von Lösungen oder zur Suche nach einer optimalen Lösung. Die muss vielleicht nicht für jeden die optimale Lösung sein, aber wir sehen jetzt, und du bestätigst das ja auch, dass wir da ganz gut liegen und dass so wie das im Detail gelöst ist, dann auch funktioniert. Mhm. Wie habt ihr die Taschen eigentlich so leicht bekommen? Nur noch mal für diejenigen, die Taschen nicht kennen, als Beispiel die Satteltasche, die hat ja sogar Metallverschlüsse. Also das sind ja keine so leichten, günstigen Kunststoffschnallen, sondern das sind Metallverschlüsse und trotzdem wiegt die Tasche weitaus weniger als bei der Konkurrenz. Wie macht ihr das? Ein großer Bereich ist natürlich die Wahl des Materials. Wir haben auch eben aus der Historie heraus da ein Netzwerk von sehr guten Fertigungs- und auch Stoff-Rohmateriallieferanten, mit denen wir das zusammen entwickeln konnten. Die Taschen sind ja hochfrequenzverschweißt. Mhm. Dadurch muss man sie innen mit einer verschweißbaren Folie laminieren. Und der Trick ist dann, diese Folie so dünn zu machen, dass sie ausreichend dick für die Verschweißung ist, aber dennoch so dünn wie nur möglich, um Gewicht zu sparen. Dann haben wir ein sehr dicht gewebtes Gewebe aus hochfesten Fasern, was trotz des leichten Gewichtes sehr hohe Festigkeiten mit sich führt. Und außerdem ist es außen noch mit PU beschichtet, damit man die Tasche auch selbst in der weißen Farbvariante auch wieder sauber kriegt hinterher. Mhm. Und dadurch haben wir ein doch vergleichsweise deutlich leichteres Material entwickeln können, was dennoch sehr strapazierfähig ist. Mhm. Und dann ist an jeder einzelnen Stelle, wir verwenden ein bisschen schmälere Bänder, dadurch kann man kleinere Schnallen verwenden, das Unnötige weglassen und das dort, wo es drauf ankommt, und du hattest ja die Aluminiumhaken erwähnt, weil nichts Blöderes bei so einer Satteltasche, wenn diese Schnalle einem weit weg von Zivilisation bricht und man die Tasche nicht mehr befestigen kann, ist mir im Vorfeld schon passiert gewesen, so gesehen. Mhm. Auch das kommt aus der Praxis. Also da, wo die Funktion nötig ist, da sparen wir nicht an Gewicht, aber an vielen anderen Stellen, wo einfach viel zu viel Material, auch zum Teil Spritzguss, vernietet, bei Mitbewerbern verwendet wird, das kann man sehr viel leichter lösen. Mhm. Warum habt ihr eigentlich weiße Taschen also im Sortiment? Nur zur Info, ihr habt ja natürlich auch schwarze Taschen im Sortiment für diejenigen, die keine Lust auf weiß haben. Schwarze Taschen habt ihr im Sortiment, aber eigentlich sind die weißen Taschen ja so euer Wiedererkennungsmerkmal. Warum genau, weiß? So sagst du es schon ganz richtig. Wenn man als eine neue, junge, kleine Marke auf den Markt kommt, dann möchte man natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit erregen, mhm, und sich von den Mitbewerbern abheben. Und deswegen haben wir eine Farbe gewählt, die zwar einerseits neutral genug ist, damit sie zu allen Varianten an Fahrradfarben passt und trotzdem aber einen Wiedererkennungswert für die Marke kreiert. Und das ist uns sehr gut gelungen. Mittlerweile gibt es sogar einen großen Mitbewerber, der jetzt auch mit weißen Taschen daherkommt. Mhm. Und dazu gibt es auch durchaus noch einen funktionalen Aspekt. Die Taschen heizen sich in der Sonne nicht so stark auf. Das heißt, wenn man da Snacks drin hat, die schokoladig oder so sind, die sind nicht gleich dahingeschmolzen. Und in der Tasche selber sieht man ein bisschen mehr, was drin ist.
Das ist ja auch für die Ordnung ganz nützlich. Ja. Das mit der Temperatur, wo du das ansprichst, das, die Erfahrung hatte ich in Portugal mit meinen alten Taschen. Ich hatte ja so dunkle anthrazitfarbene Taschen. Und da war es halt echt so, ne? Also wir hatten teilweise 40 Grad, pralle Sonne. Und in der Tasche, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber das könnte schon an die 60 Grad rangekommen sein. Nicht so gut für Snickers. Damit habe ich es gar nicht erst probiert, aber auch an sich waren die Lebensmittel dadurch natürlich nicht so lange haltbar. Mhm, ne? Die sind halt, ich habe ja keinen Kühlschrank dabei, ich komme vielleicht alle 2-3 Tage mal am Supermarkt vorbei und der Hummus schmeckt dann am dritten Tag nicht mehr. Das ist, was mir so aufgefallen ist. Insofern, und die Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist wahrscheinlich durchaus ein Punkt. Das ist auch noch ein Punkt. Gerade bei der Satteltasche, wenn man nachts auf der Landstraße unterwegs ist, eine weiße. Wir haben auch große Reflektoren, aber sicher auch noch ein Aspekt, ja. Ja. Und ich bin überrascht, wie gut die sich reinigen lässt. Ich habe die jetzt schon seit wann? Die Satteltasche habe ich, glaube ich, seit September. Die anderen habt ihr mir ja jetzt geschickt. Aber die Satteltasche, die habe ich ja, ich bin damit das Raffa Festiv gefahren bei Sauwetter auf Gravelstrecken. Eine Brockentour, keine Ahnung. Also das Ding war zwischenzeitlich einfach nur eine braune Matschkruste, die 5 Tage eingetrocknet ist, weil ich zu faul war zum Saubermachen. Die ist komplett weiß wieder. Ne? Also hätte ich nicht erwartet. Gut, an den Nähten. Ja, so ein ganz bisschen Patina ist ja auch nicht schlimm. Nee, an den Nähten sieht man vereinzelt leichte Verfärbungen, aber meine alte schwarze Tasche sieht ja auch nicht mal aus wie neu, von daher. Ja. Schön. Ja. Nee, cool. Ja, also die Idee war im Endeffekt, du warst Bikepacker, bist es immer noch, warst mit dem auf den Markt befindlichen Taschen nicht zufrieden. Der Max ebenso. Gab es denn so konkrete Punkte, die euch bei den Mitbewerbern gestört haben, die ihr jetzt bewusst anders gelöst habt? Auch funktionale Aspekte, nicht nur das Gewicht. Also gerade bei der Satteltasche, das leidige Problem des Hin- und Herschwankens der Tasche im Wiegetritt. Ich denke, das haben wir auch sehr viel besser gelöst als die Mitbewerber, dass die Tasche ganz stabil an der Sattelstange bleibt. Die Oberrohrtasche, oftmals mit einem zentralen Reißverschluss, ist schlecht abzudichten, weil ein Reißverschluss von oben beregnet, hält sicher nicht dicht. Deswegen haben wir da einen Überwurfdeckel hingebaut, mittlerweile mit einer Magnetschnalle versehen, die das auch sicher zuhält. Dann haben wir eine Aero-Bag, die bisher auf dem Markt noch nicht zu kaufen gab, entwickelt, die auch nachgemessen sehr deutliche Watt-Vorteile bietet, auch bei normalen Bikepacking-Tempi und trotzdem 5 Liter Volumen etwa vor den Lenker noch bringt. Die Aerobag, da gab es ja eine wissenschaftliche Ausarbeitung zu, oder? Das war jemand von welcher Uni? Da gibt es 2 Untersuchungen zu. Das ist ein Ingenieur, der wirklich sehr, sehr fleißig und fast nerdig unterwegs ist, der Thorsten Frank aus Wuppertal. Der hat da viele, viele Stunden investiert und das im Feld vermessen. Nicht nur unsere Tasche, auch andere Taschen im Vergleich. Ganze Bikepacking-Equipments auf Aerodynamik untersucht. Kann man sicher im Netz finden. Das ist sehr, sehr toll und sehr, sehr ausführlich und zeigt, dass die Tasche wirklich gegenüber keiner Tasche einen Riesenvorteil bietet. Das heißt, mit Tasche bist du schneller als ohne? Genau. Also okay. Selbst wenn man nichts reinlädt, ist es sinnvoll, sich dabei zu haben. Und dann hat auch noch im Vorfeld der Vorbereitung der Sebastian Breuer, der letztjährige Badlands-Sieger, unsere Tasche auch mit so einer Firma untersucht und ist ganz zu den gleichen Resultaten gekommen und hat sie dann auch für seinen Transcontinental-Start verwendet. Also das ist auch über das Packen und über das Leichtigkeit noch einmal ein zusätzlicher Vorteil. Gerade auch gegenüber einer Lenkerrolle, die ja so quer vor dem Lenker eine deutliche Verschlechterung des Luftwiderstands darstellt.
Und beides zusammen sagen wir mal, ist vielleicht einigermaßen neutral und bietet ein Riesenvolumen vor dem Lenker. Ja, ja. Und man kommt halt an diese Aerobag auch noch während der Fahrt gut dran, anders als bei einer Lenkerrolle, sodass der Zugriff einfach, den man ja auch immer noch haben möchte, und nicht nur in der Lenkerrolle, in der Satteltasche Sachen für den Abend oder so drin haben. Da ist die Aerobag noch eine richtig gute Alternative. Die habe ich ja jetzt auch dran. Da war die Kamera, mit der wir gerade filmen, drin verstaut. Okay. Finde ich super praktisch. Heute die erste Testfahrt damit gemacht. Fährt sich bis jetzt super, aber ich bin noch gespannt. Ich habe ja jetzt ein paar Kilometer bis Venedig. Dann kannst du berichten. Kann ich noch mal wie viel schneller berichten. Du warst. Dann fahre ich die noch mal die Strecke zurück ohne Tasche. Ne? Gut, was mich auch interessieren wäre, wäre eure Entwicklung, wie ihr hier überhaupt die ganzen Produkte entwirft, weil ich habe festgestellt, ihr seid sehr für Feedback offen. Also ich habe auch mit dem Max gesprochen und mir ist irgendwie eine Kleinigkeit aufgefallen und hier wäre cool, wenn ihr das beim nächsten Mal irgendwie minimal anders macht. Ja, kein Problem, trage ich ein. Ne? Also ihr seid jetzt direkt die Entwickler, die halt super schnell auf Feedback, auch auf Kundenfeedback reagieren und dann ja, nach und nach eben von Generation zu Generation die Produkte weiter verbessern. Genau, also wir versuchen schon mit jeder Produktionscharge Kleinigkeiten zu verbessern, auch ohne jetzt ein neues Produkt draus zu machen oder eine neue Artikelnummer oder so. Das fließt einfach so als kleines Facelift mit ein. Mhm. Und ansonsten überlegen wir uns halt natürlich, was macht Sinn, auch zum Teil durch Kundenbeteiligung, was macht Sinn als Erweiterung unseres Portfolios. Wir haben ja erstmal mit einer klassischen Basisausstattung begonnen und jetzt für 2023 kommen weitere Taschen dazu, um das noch besser diversifizieren zu können auf die Art von Tour, die man vorhat. Und für 2024 werden wir noch sehr spannende neue Sachen auf der Eurobike präsentieren. Dann bin ich nochmal gespannt. Den Katalog für 2023 habe ich schon gesehen. Da kommen ein paar tolle Sachen. Ich weiß nicht, ob der öffentlich ist. Sie ist ja jetzt dann Ende März, Anfang April auch im Handel erhältlich. Ach so, ja gut. Mhm. Dann guckt mal auf der Webseite vorbei. Da kommen definitiv noch ein paar coole Taschen. Und jetzt würde ich mir gerne mal angucken, wie ihr überhaupt die Produkte entwirft. Das ist wahrscheinlich im Büro. Wollen wir uns das nochmal angucken, wie das Ganze aussieht. Jetzt sind wir wieder im Büro und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie die ganze Entwicklung hier funktioniert anhand der Aerobag. Wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen, das mit der Aerobag zu machen? Genau, grundsätzlich beginnt bei uns alles eigentlich erstmal mit dem Grundgedanken, dass wir leichtere Taschen, wie Christoph schon erzählt hat, eben leichtere Taschen machen wollen. Die sollen aber natürlich auch aerodynamisch sein, weil der Gewichtsvorteil bringt natürlich nichts, wenn das Ganze durch schlechte Aerodynamik aufgehoben wird. Und das war dann auch der Grundgedanke bei der Aerobag, eine Tasche für vorne für den Lenker zu machen, die einfach deutlich aerodynamischer ist als die klassische Rolle, die man so am Lenker befestigt. Das heißt, wir haben quasi noch zusätzlichen Stauraum oder auch nur die Aerobag am Lenker. Das ist jetzt zum Beispiel mal so ein erstes Modell, was wir davon gemacht hatten. Ziel dabei ist einfach, ein strömungsoptimiertes Produkt zu schaffen mit trotzdem größerem Volumen, also fast 5 Liter Volumen vor der Rolltasche, vor der Rollbag oder alleine an den Aufliegern zu befestigen. Und dadurch eben, also sieht man, sehr aerodynamisch geformt, eben einen aerodynamischen Vorteil auch für den Fahrer, also für das gesamte Objekt Rad mit Fahrer zu schaffen. Wie ja jetzt auch gemessen wurde schon in mehrfachen Studien, ist die Aerodynamik so gut, dass man sogar Watt spart im Vergleich zu keiner Tasche. Also selbst die leere Tasche zu nutzen ist besser als keine Tasche zu nutzen. Genau, also wir beginnen mit Zeichnungen, Prototypen dann aus Papier, Styropor, gehen dann so ein bisschen in die technische Zeichnung, das Ganze bemaßen, wie ihr hier seht, werden dann quasi digital
bemaßen das Ganze, spezifizieren auch die Trims, also die kleinen Gurtbänder in der Länge, die Materialien und haben dann quasi so ein Spezifikationsdokument, das dann eben zu unserer Produktion geht. Dort arbeiten wir mit sehr erfahrenen Pattern-Makern, das heißt Schnittmustermachern zusammen, die dann diese zweidimensionalen Zeichnungen in 3D-Objekte übersetzen. Wiederum, wir haben ja schon einen Prototyp, dort wird es dann wieder gemacht. Und so bekommen wir dann erste Prototypen, das ist jetzt schon weiterer Stand, aber bekommen wir dann Prototypen, die korrigieren wir. Da gibt es dann noch viele Dinge, die nicht funktionieren, die wir dann testen und merken, ah, das funktioniert nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Oder die Form passt nicht, ästhetisch passt nicht. Korrigieren wir dann und gehen dann über mehrere Musterrunden immer wieder zwischen Produktion und uns korrigieren, bis dann so ein Produkt rauskommt wie die Aerobag, die dann eben serienreif ist und über viele hunderte Kilometer getestet wird, bevor sie auf den Markt kommt. Aber auch wenn das Produkt dann auf dem Markt ist, ist unsere Entwicklung nicht abgeschlossen, sondern wir sind immer dran, interessiert, die Produkte noch besser zu machen, weiterzuentwickeln, Updates dazu zu liefern. Und so kam dieses Jahr eben auch ein kleines Add-on auf den Markt oder kommt dieses Jahr auf den Markt. Super nützlich, und dazu wird euch der Christoph noch ein bisschen was sagen. Wenn man die Aerobag vor dem Lenker montiert und ein Licht traditionell am Lenker montiert hat, wird der Lichtkegel verschattet. Deswegen ist es von Vorteil, wenn man das Licht weiter nach vorne platziert. Und die flache Oberseite der Aerobag ist eigentlich dafür prädestiniert, um da auch etwas drauf zu montieren. Und deswegen haben wir uns, hier sind ja schon einige Montageschlitze, erstmal für die verschiedenen Bänder gedacht, haben wir uns gedacht, da kann man auch was anderes drauf montieren. Und zwar etwas, an dem man dann das Licht montieren kann oder vielleicht auch ein Tacho oder was anderes, was man ansonsten an dem Lenker montiert hätte. Deswegen steht da im Kern erst einmal ein Zylinder, der die gleichen Durchmesser hat wie der Lenker, also 31,8 mm. Und damit man das da montieren kann, haben wir hier nach längerem Tüfteln ein zweigeteiltes Montageplattform, die man hier in diese Schlitze einführt. Und abschließend wird das dann mit einer Schraube M5 hier auf die Platte draufgeschraubt und fixiert die beiden Teile, sodass das Ganze hier komplett fix an der Tasche ist. Und jetzt kann man an der Rolle dann seine Lampe montieren. Das Teil ist in Deutschland 3D gedruckt. Das eröffnet uns natürlich die Möglichkeit, auch bei kleineren Stückzahlen immer mal wieder Änderungen einfließen zu lassen. Und auch bevor man weiß, wie groß dann die Nachfrage nach solchen Teilen ist, einfach auch kreative und schnelle Lösungsumsetzung zu machen, ohne hohe Werkzeugkosten. Ja, Christoph, jetzt sind wir hier und haben die kompletten Taschen mal an meinem Bike montiert. Mich würde jetzt mal interessieren, was so die Key-Features sind von den Taschen. Ich habe jetzt, glaube ich, das komplette Set von euch, oder? Das ist alles, ne? Ne, ihr habt noch andere Full-Frame, andere Rahmentaschen. Für 23 haben wir noch eine größere Rahmentasche, eine größere Oberrohrtasche, eine kleinere Satteltasche, noch solche Food-Pouches und noch ein paar Accessories. Genau. Das sind die Sachen, die noch kommen. Ja, aber das ist jetzt erst einmal das, was auch 22 schon auf dem Markt war und was durchläuft und sich bewährt hat. Mhm. Können wir mal auf so ein paar, wir können ja mal vorne anfangen bei der Aerobag. Was sind denn hier Besonderheiten, die es an der Tasche gibt? Zunächst einmal ist sie von ihrem Schnitt her so, dass sie die Strömung um das Fahrrad und auch ein bisschen um den Fahrer lenkt. Dadurch ist sie insgesamt aerodynamischer. Sie hat einen umlaufenden Reißverschluss, den man von beiden Seiten öffnen kann. Das heißt, man kann während der Fahrt oder wenn man kurz absteigt, sehr, sehr gut den ganzen Inhalt erreichen. Seitlich sind zwei kleine Taschen, die man schnell Müll oder kleine Snacks reintun kann. Sie hat vorne und an den Seiten Reflektoren. Und sie ist sehr vielseitig einsetzbar. Man kann sie sowohl wie hier unter eine Auflieger
Aerolenker montieren oder auch ohne diesen Auflieger unter hier wie auch in dieser Kombination zusammen mit der Rolle, mit der Lenkerrolle oder auch ganz separat nur unter den Lenker montiert. Ist also sehr universell. Das heißt, ob mit Rolle oder ohne oder alleine, ist, kann ich wild kombinieren, wie ich will, das passt alles. Ne? Das passt. Bei manchen Lenkertypen muss man ein bisschen improvisieren, aber da gibt es Anleitungen und auch vielfältiges Befestigungsmaterial. Beschränkt ist es halt bei Rennrädern ein wenig vom Reifen-Lenkerabstand. Wenn der zu gering ist, dann ist einfach nicht genug Platz für diese doch ein bisschen größere Tasche. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt ein 49er Rahmen, den ich hier habe. Das ist schon XS, ist ein Leihrad, das ist ein sehr kleiner Rahmen. Der Lenker ist jetzt auch nicht super hoch bei mir. Und wenn man geschickt packt, das passt schon noch. Mit dem Auflieger geht das gut, das, genau. Also unter den Lenker wird es jetzt wahrscheinlich zu knapp werden. Ja, genau. Also das funktioniert schon noch, auch bei dem sehr kleinen Rahmen. Mir ist noch aufgefallen, hier an der Aerobag ist eine kleine Öffnung. Wofür ist die eigentlich gedacht? Ja, dieses große Volumen bietet sich auch dafür an, dass man, gerade wenn man vielleicht einen kleinen Rahmen hat und wenig Wasser innerhalb des Rahmens unterbringen kann, dass man eine Trinkblase in diese Aerobag einfüllt und dann den Trinkschlauch daraus führt. Der ist dann auch hier im Lenkerbereich immer gut erreichbar. Das heißt, das Trinken wird auch nicht nur durch ein großes Volumen, sondern auch durch die Erreichbarkeit erleichtert. Das heißt, ich kann da eine Trinkblase reinmachen und während der Fahrt daraus trinken. Genau. Und hat das ist bis zu 3 Liter Wasser. Also auch die großen Reservoirs passen da gut rein. Das ist echt genial, ja. Ja, dann haben wir hier die Lenkerrolle. Wie nennt ihr die? Wir nennen die Handlebar Rollback, also eigentlich Lenkerrolle. Was wir hier als kleine Besonderheit haben, erstens, sie ist vierpunkt fixiert, das heißt oben am Lenker mit 2 Steckschnallen und dann nochmal nach unten an die Gabel fixiert, sodass sie auch im ruppigen Gelände sehr stabil am Lenker hängt. Und wir haben, anders als typischerweise, hier den Verschluss, den kann man nach außen schließen, dann hat man hier eben solche Ohren. Aber bei Dropbar-Lenkern, Rennlenkern, ist halt typischerweise das Problem, dass man hier mit dem Lenker und mit dem Schaltung- und Bremshebel in Konflikt gerät. Deswegen kann man die nach innen gegeneinander verspannen und hat dann hier ganz glatte Flanken, sodass nichts stört beim. Okay. Das mit dem Geländetauglichkeit ist mir schon mal aufgefallen. Und zwar hatte ich bei meiner alten Tasche, das war ein Harness. Das heißt, ich hatte da einen ganz normalen Packsack, einen Dryback, den ich reinklemmen konnte. Und dann war das auch so am Lenker fest. Fand ich aber nicht optimal, weil das ist bei mir dann manchmal rausgerutscht seitlich. Das kann hier ja gar nicht mehr passieren, weil hier ja quasi der Dryback und die Halterung eins ist. Das ist ja fest miteinander verbunden. Das ist Hochfrequenzverschweißen, deswegen genauso wasserdicht wie ein Dryback. Und die Harness Lösung, die grundsätzlich eine gute Idee ist und auch praktische Vorteile bietet, hat aber einfach, weil alles doppelt vorhanden ist, solche Gewichtsnachteile, dass ich das für uns schon ausgeschlossen hatte. Okay. Was mir noch aufgefallen ist, ne, bei der Handlebar Roll, ist das Packvolumen. Das sieht jetzt so klein aus, ne, aber man mag es nicht glauben. Ich habe da drin jetzt eine Isomatte, ein Zelt und einen Schlafsack, mit dem ich bei 0 Grad schlafen kann. Das passt alles hier rein. Also wie gesagt, Isomatte, Zelt, Schlafsack für die jetzigen Temperaturen im Winter. Alles da reinbekommen und ich könnte das Ding noch breiter packen. Das würde noch in den Lenker passen. Ne? Ja, das sieht man, es liegt nicht nur an den Taschen, dass man leicht unterwegs ist, sondern es gibt auch hervorragende Ausrüstung, die zu unseren Taschen gut passt, weil sie eben so leicht und kompakt ist. Ja. Man braucht wirklich nicht mehr Platz als diesen, um auch länger unterwegs zu sein. Bei der Tasche hier habe ich jetzt so einen schönen Magnetverschluss. Das ist mir hier aufgefallen. Hält auch super dicht. Und was mir immer wichtig ist, jetzt habe ich mein Handy nicht dabei, das Handy passt hier auch genau rein. Ne? Das finde ich auch super spannend. Durch diesen Überwurfdeckel ist sie halt auch sehr, sehr wasserdicht, auch bei ganz grobem Regen. Ja. Und ansonsten bietet sie ein sehr großes Volumen, sicher eine der allergrößten Oberrohrtaschen. Und man hat durch diesen
Deckel, der auch während der Fahrt offen bleiben kann. Man kann ja weiter pedalieren, weil es nach hinten öffnet, bietet halt hier auch einen sehr großen Zugang und man kommt an alles dran und muss nicht durch so eine kleine Reißverschlussöffnung die Hand hineinzwängen. Bei der unteren Rahmentasche, die kleine, was ich sehr cool finde, ist, hier an der Stelle befindet sich auch eine Öffnung für ein Kabel. Und ich habe da jetzt meinen Akku drin für den Scheinwerfer vorne. Und ich finde das auch extrem gut durchdacht, dass man das jetzt nicht irgendwie durch einen halboffenen Reißverschluss fummeln muss, wie sonst immer, sondern dass ihr hier direkt mitgedacht habt und eine Öffnung habt für ein Kabel. Keine Ahnung, ob ihr es deswegen gemacht habt, ich vermute mal. Ja, haben wir so gemacht. Und habt ihr so gemacht? Hat auch diese Tasche und hat eben, wie wir vorhin ja, gesagt haben, die auch. Die auch, genau. Verrückt. Also, ja, gut, ist mir gar nicht aufgefallen. Kann das so machen, wie man das will. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, das heißt, mein Akku für die Lampe, die kriege ich in jede Tasche rein. Genau. Und kann das Kabel auch einfach durchführen. Das ist genial gemacht. Ja. Generell, was mir auch aufgefallen ist, ne, ist, dass die Teile so gut versteift sind. Die sind super leicht, aber die wackeln nicht so rum. Das sind halt keine weichen Textilbeutel, sage ich mal, sondern das ist wirklich schön versteift. Fühlt sich hochwertig an und wiegt trotzdem so wenig. Ne? Das finde ich echt unglaublich. Ja, ich weiß nicht, zu der Satteltasche hatte ich schon in meinem letzten Video was gesagt. Hier gefallen mir diese Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel Metallschnallen hat. Da meintest du, das ist wegen der Haltbarkeit, weil die Plastikschnallen oft kaputt gehen. Ja, wir haben ja auch eine 1:2 Untersetzung, damit man noch mehr Kraft drauf aufbieten kann. Und deswegen natürlich auch wollen wir ausschließen, dass diese typischerweise Plastiksteckschnalle hier bricht, wenn man maximal dran zieht. Deswegen haben wir sie aus Metall gemacht. Ja. So andere Kleinigkeiten, die ich noch positiv wahrgenommen habe. Gut, das ist sowas wie ein Luftauslassventil. Das ist ja mehr Standard heutzutage, haben andere auch. Ich finde diese Gummihalterung bieten auch ein bisschen mehr Flexibilität als bei anderen Herstellern. Da gibt es einfach ein paar Schlaufen mehr. Und hier habe ich jetzt ein Schloss dran. Hier ist irgendwie, ist das für einen Schlüssel gedacht? Ich weiß nicht, für was ihr diese Halterung gedacht habt. Da kann man, also es gibt coole Leute, die ihren Kaffeebecher da dranhängen möchten. Ja, genau. Aber ist vielleicht aerodynamisch und schmutztechnisch nicht das Optimum. Aber alles, was man da oben drauf legt, das kann ja auch potenziell wegfliegen, so gut dann kann man es fixieren. Man kann es hier nochmal fixieren, genau. Genau, und wie gesagt, noch Anbringungsmöglichkeiten irgendwie für Rücklicht habt ihr hier, das haben ja andere auch. Ne? Aber generell sind die Sachen schon sehr gut durchdacht. Man sieht auch hier überall die Reflexstreifen auf den Seiten. Die Taschen sind hell im Verkehr gut sichtbar, wiegen tatsächlich sehr wenig. Ne? Also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, machen die einen sehr soliden Eindruck. Und ich bin jetzt gespannt, da weiterzufahren. Denn für mich geht es jetzt nach Venedig. Gute Reise. Und genau, dann scheint die Sonne. Ja, noch. Mal gucken, wie es wird. Nachts könnten es minus 10 Grad werden. Ich habe ja ein Zelt dabei. Und genau, dann würde ich einfach mal gucken, wie sich das jetzt schlägt. Beim letzten Mal noch eine Kleinigkeit, da hatte ich ja bemängelt, dass die Tasche ein bisschen wackelt. Die hat nicht so stark gewackelt wie meine alte Tasche, aber Max meinte zu mir, das war ein Anwendungsfehler, weil dadurch, dass das Metallverschlüsse sind, darf ich hier auch ordentlich mit Gewalt dran ziehen, da passiert nichts. Und siehe da, jetzt wackelt nichts mehr. Ja? Das sollst du nicht. Das hatte ich beim letzten Mal zu locker gehabt, weil ich Angst hatte, die Schnallen kaputt zu machen. Aber wenn man da ordentlich dran zieht, dann wackelt da wirklich gar nichts mehr. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt und ich verabschiede mich jetzt. Dann fahre ich mal los, aber meinen Helm muss ich noch holen, merke ich gerade. Ne? Gut. Genau, alles klar. Gut, danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und wir schreiben dann noch mal miteinander. Ich mache mal hier Platz. Alles klar. Und falls ihr wissen möchtet, wie meine Alpenüberquerung gelaufen ist, dann wird jetzt hier oben ein Video eingeblendet. Guckt es euch an. Bis dann.